Herzlich willkommen bei Horoskopanalyse Teil 1. Bei Teil 1 möchte ich erklären, was ist eigentlich ein Geburtshoroskop und was bedeuten diese 12 Lebensbereiche. Wir Menschen haben eine Seele. Diese Seele wohnt in unserem Inneren. Die Seele ist unsterblich und das erzählt die Geschichte von den Tierkreiszeichen Zwillinge Castor und Pollux. Wenn wir sterben, verlässt die Seele unseren Körper, verlässt Materie, verlässt die Erde. Die Seele hat aber die Erinnerungen, die Gefühle, die Seele ist in vollem Bewusstsein. Die Seele kehrt zurück zum Gott und blickt zurück. Das schaut nochmal alles an. Das spielt sich ab wie ein Film, was die Seele erlebt hat hier auf der Erde. Wenn die Seele glücklich ist und fühlt sich leicht, dann hat von Karma befreit. Diese Leichtigkeit ist wichtig. Die ägyptische Mythologie erzählt davon, Hathor wiegt die Seele an. In einer Waageschale ist der Seele und in anderen Waageschale ist ein Feder. Das ist die symbolische Bedeutung und das ist tatsächlich ein Hinweis, wie wichtig das ist, diese Leichtigkeit. Wenn die Seele nach diesem Rückblick behaupten kann, ja, ich war glücklich, ich habe meine Aufgabe gemacht und ich fühle mich befreit, es ist diese Leichtigkeit, ich bin so glücklich. Dann hat sich von der Seelenreise befreit. Es kommt dazu noch die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Und das bedeutet, alles, was wir in Ursache setzen, das kehrt immer auf uns zurück. Vielleicht nicht in diesem Leben, aber dann im nächsten Leben. Die Karma gleicht das aus. Und das ist keine Strafe Gottes, weil das haben wir selbst ausgelöst. Wenn wir noch Aufgabe haben, weil die Seele möchte sich noch entfalten und kommt noch diese Gerechtigkeit auch noch dazu, dann sucht die Seele ein Schicksal aus. Ein Schicksal ist begrenzt. Das hat einen Anfang und das ist unsere Geburt. Und hat ein Ende und das ist unser Tod. Die Seele braucht diesen Weg. Es ist nicht immer der ideale Zustand. Es ist nicht immer das schönste Lebensweg, aber die Seele braucht es zum Lernen, zum Entfalten. Und die Seele sucht das selbst aus, die Elternhaus, auch in welcher Zeit und welchem Land geboren möchte. Also die Seele braucht diesen Lebensweg. Dieser Lebensweg, dieser Schicksalsweg, was die Seele ausgesucht hat, ist das goldenen Weg. Und das ist im Sternen geschrieben, ist auch im Akasha-Chronik geschrieben. Diese Akasha-Chronik ist ein geheimnisvolles Buch im Himmel. Da sind die Schicksalswege und auch die Taten geschrieben. Und das bedeutet, es ist vorbestimmt.
aber die Seele selbst hat das so ausgesucht. Und dann werden wir geboren. In diesem Moment, in diesem Augenblick, wo wir geboren sind, wann wir geboren sind, und das symbolisiert die Aszendent oder in indischen Astrologie Lagna. Das ist immer die Tierkreiszeichen, wo in diesem Augenblick in Osthorizont aufsteigt. Das beeinflusst die Persönlichkeit, das Aussehen und gegenüber liegt die Tierkreiszeichen, wo in diesem Moment in Westhorizont nach unten geht und spiegelt etwas. Und in diesem Spiegel erkennen wir unseren Seelenpartner oder Seelenpartnerin. Und ich bin davon überzeugt, dass die Kinder haben noch diese Erinnerung bis etwa dritte Lebensjahr. Dann ist das alles im Unbewussten. Und das könnt ihr so vorstellen. Die Seele wählt diesen Schicksalsweg aus, erblickt die Seelenpartner oder Seelenpartnerin. Es ist alles in unserem Unbewussten gespeichert. Und es ist nicht nur in unserem Unbewussten, was wir als Intuition nennen, sondern es ist auch im Sternen geschrieben. Das bedeutet, im Geburtsmoment, so wie die Sterne über uns, diese Sternbilder, diese Konstellation und Sonne und Mond, über uns erscheint, genau das spiegelt ein Geburtshoroskop, wie ein Momentaufnahme. Und dieses Bild ändert sich nicht. Und das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Und im Geburtshoroskop ist genau dieser Schicksalsweg beschrieben. Aber wir haben die Freiheit, unseren Entscheidungen selbst treffen. Wir selbst bestimmen unseren Lebensweg. Gehen wir in diesem goldenen Weg, was unsere Seele ausgesucht hat, oder machen wir Umwegen? Meistens machen wir Umwegen. Manchmal sind wir sogar in eine Sackgasse und suchen wir verzweifelt einen Ausweg. Aber die Seele lenkt uns, zurückzukehren auf diesem goldenen Weg. Und wenn wir intuitiv handeln, dann sind wir weise. Wir können die Verbindung herstellen zu unserer Seele, wenn wir zur Ruhe kommen, wenn wir nach innen schauen. Dazu eignet sich Neumond immer wunderbar. Das ist diese Energie, das Rückzug. Und dann können wir in unserem Inneren, unserer Seele besuchen. Und wir sollen das schön gestalten nach unserer Fantasie. Und hier ist wichtig das Wohlbefinden. Wenn ihr vorstellt eine Blumenwiese oder ein Wald oder ein gemütliches Wohnzimmer oder ein Boot, jede nach ihrem Geschmack. Wichtig ist die Ruhe, das Wohlbefinden und die Zeit, immer wieder Zeit nehmen für unsere Seele. Wenn wir diesen Zugang haben zu unserer Seele und wir hören auf unsere Intuition, und das ist unsere innere Stimme und auch unserem Gefühl, das ist das gesundes Bauchgefühl, dann begleitet dieser Reichtum, dieser innere Reichtum uns in unserem Schicksalsweg. Wenn uns das bewusst ist, dass unsere Seele unsterblich ist und ein Teil ist von den göttlichen Schöpfungen,
dann haben wir ein höheres Bewusstsein. Das stärkt uns innerlich. Und in dem Moment stehen wir mit Gott in Verbindung. Und daran liegt die schöpferische Kraft. Dann können wir unserem Leben schöpferisch gestalten. Aber zurück zum Geburtshoroskop. Das bedeutet, dieser Geburtshoroskop bleibt wie ein Foto, wie eine Momentaufnahme und beschreibt unseren Schicksalsweg. Das ist eine Landkarte und da können wir orientieren. Und das ist übereinstimmend zu unserer Seelensprache, unserer Intuition. Das ist dasselbe. Die Seele kennt dieses Geburtshoroskop, weil die Seele hat es selbst bestimmt. Die Träume sind auch wichtig, weil die Traum ist die Sprache der Seele. Ich möchte nicht behaupten, dass jeder einzelne Traum eine Bedeutung hat, weil im Schlaf verarbeitet unserem Gehirn die täglichen Einflüsse. Und diese Träume vergessen wir auch und diese Träume haben keine Bedeutung. Aber wenn wir eine ganze Geschichte träumen und bleibt in Erinnerung, dann könnt ihr sicher sein, das war die Sprache der Seele. Spricht zu uns bei Schlaf, wo die Unbewusstsein sich melden kann, dann kommt zum Sprache. Diese Sprache ist eine Symbolsprache und die Traumdeutung versteht diese Sprache. Diesbezüglich kann ich helfen, weil ich deute Träume und ich deute sehr gut die Träume. Und das kann man nicht von Büchern erlernen. Ich habe viele Bücher diesbezüglich gelesen, aber das bringt nichts weiter. Das ist zu eckig, zu trocken. Man braucht die Gefühle dazu. Also das ist auch sehr wichtig, auf die Träume zu hören, weil das ist die Sprache, die Seele. Wenn wir immer noch im Umwege sind, unserer Lebenssituation erscheint aussichtlos zu sein, dann als nächster Schritt kommen die Krankheiten. Die Krankheiten sind Botschaften, zeigen, was sollen wir verändern in unserem Leben, ist auch eine Sprache. Wenn jemand zum Beispiel Augenerkrankung hat, dann sollte man nachfragen, was möchte ich nicht sehen in mein Leben? Oder Schilddrüseerkrankung. Warum schlucke ich immer alles im Leben? Warum wehre ich mich nicht? Schilddrüse, das ist ein Schild, Schutz, man braucht Schutz, hat mit Sprache etwas zu tun und so weiter. Also wir können auch diese Sprache verstehen, weil das unterstützt uns. Das zeigt, was wir verändern sollen. Das Ziel ist, selbst zu sein, unserem Leben gestalten nach unserer Vorstellung, glücklich zu sein, befreit zu sein, befreit von all das, was uns bedrückt und vor allem von Gefühlen wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl, dass wir Ende unserem Leben sagen können, es hat sich gelohnt zum Leben. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir das kennen, dass wir orientieren können. Das Beste ist aber unsere Intuition, weil das begleitet uns immer. Die Geburtshoroskop ist auch eine große Unterstützung, weil zeigt diese Landkarte. Natürlich kommen kosmische Einflüsse dazu.
besonders Saturn hat einen Einfluss auf unserem Schicksal, weil Saturn hütet die Akasha-Chronik. Saturn ist der Planet der Schicksal, der Planet der Karma. Und er korrigiert, solange bis das noch geht, solange bis wir noch hier auf der Erde leben, also noch rechtzeitig. Saturn ist auch der große Lehrmeister, zeigt unsere Lernaufgabe. Ist nicht immer angenehm, aber wir brauchen diese Art von Unterstützung auch. Und jetzt zu diesem Bild. Hier erscheinen 12 Häuser. Ich mag diesen Begriff nicht, weil es handelt sich um unser Leben, unserem Selbst. Das ist für mich eins, eine Einheit. Und ich trenne nicht auf 12 Häuser, sondern ich versuche eine Einheit bilden. Aus diesem Grund bezeichne ich diesen Bereichen als Lebensbereichen und vermeide möglichst dieses Wort Häuser. Und das möchte ich erklären, weil da spielt sich was ab, auch im Geburtshoroskop, weil dort in diesem Lebensbereich, wo Sonne, Mond und die Planeten stehen, ist sehr wichtig. Und auch bei der Bewegung, wenn Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, das nennt man Transit, löst immer etwas aus in unserem Geburtshoroskop. Bei dieser Bewegung ist auch wichtig die Zeitqualität, welcher Zeitpunkt, was löst diese Bewegung aus. Der erste Lebensbereich ist der Geburtsmoment. Das nennt man Aszendent oder in indischen Astrologie nennt man das Lagna. Das ist der Moment der Geburt, der erste Atemzug, beschreibt das Aussehen, beschreibt die Persönlichkeit, den persönlichen Lebensbereich, beschreibt das Auftreten und auch, wie andere Menschen uns wahrnehmen. Der zweite Lebensbereich hat mit Werten etwas zu tun. Was ist für uns wertvoll? Dann auch die Wertschätzung, auch das Selbstwertgefühl. Was möchten wir in Besitz nehmen? Und in diesem Lebensbereich ist auch die Finanzen. Und das Selbstwertgefühl und Finanzen hängt energetisch Hand in Hand zusammen. Wenn jemand sagt, oh, ich habe das gar nicht verdient, ich bin das gar nicht wert, das hindert das Geldfluss. Also solche Sätze verabschieden und in Zukunft das andere formulieren. Ich habe das verdient, ich nehme das in Besitz. Ich bin es wert. Der dritte Lebensbereich bedeutet die Schule, auch Kommunikation, Nachrichten, Austausch, Medien, Internet und auch die Verbindung zum Verwandten, Geschwister und auch Bekannten, Nachbarn bedeutet auch vieles Erleben und Entdecken in unserem vertrauten Umgebung. Dann erreichen wir den tiefsten Punkt des Horoskopes. Ich vergleiche das mit einem Baum und das bedeutet, hier ist die Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir uns verwurzelt, verankert. Das gibt Sicherheit, Stabilität, einen Halt in unserem Leben. Das ist unserem Ahnen, unserem Herkunft, unseren Traditionen und unserem Zuhause. Und ein Rückzug, zur Ruhe kommen, daran liegt die Kraft. Also es ist sehr, sehr wichtig, bedeutet auch ein Basis, ein Fundament. Die fünfte Lebensbereich sind die Kinder. Und das bedeutet unseren eigenen Kindern.
oder unserem Enkelkinder bedeutet auch unserem eigenen Kindheit diese Erinnerungen oder unserem inneren Kind. Und hier lernen wir etwas von Kindern, das Leben spielerischer betrachten, mit Leichtigkeit, ohne Druck. Und hier liegt die schöpferische Kraft, lernen, das Leben genießen. Bedeutet auch Kreativität. Die sechste Lebensbereich zeigt unserem Alltag, unseren Pflichten und auch die Arbeit und auch Gesundheit. Wir können nur arbeiten, wenn wir gesund sind. So hängt das zusammen. Im siebten Lebensbereich, was man Deszendent nennt, hier liegt die Partnerschaft. Diese Tor öffnet sich, dieser Lebensbereich Partnerschaft. Und Ehe bedeutet auch geschäftliche Verbindungen. Die achte Lebensbereich ist gar nicht einfach zu erklären oder verstehen. Das ist Transformation. Diese Prozesse verbergt sich hier im achten Lebensbereich. Auch lernen loslassen. Hier kommen wir in Verbindung zum Tod. Gehört auch zu diesem Prozess loslassen. Verabschieden von etwas, damit etwas Neues entstehen kann. Weil hier Thema Tod auch eine Rolle spielt, bedeutet auch Erbschaften. Aber nicht nur das, sondern auch Finanzen, Investitionen und Ämter wie Finanzamt, Banken, weil das liegt im Finanzbereich gegenüber, die spiegeln auch etwas. Aus diesem Grund kann man das auch verstehen. Und weil hier geht auch das Leben zum Erhalten, das ist Pluto-Energie, gehört in diesem Lebensbereich auch die Sexualität. Die neunte Lebensbereich bedeutet Ausland, Reisen, Auslandskontakte, Verbindungen, Fremdsprache, Urlaub, aber bedeutet auch innere Reise, die Suche nach Gott, die Suche des Sinn des Lebens, die höheren Zusammenhänge zu verstehen, erkennen und auch Bildung, eine höheren Bildung. Dann sind wir in Spitze des Horoskopes, das höchste Punkt, und das bedeutet das Höchste, was man überhaupt erreichen kann, und da sind unsere Ziele. Und hier bekommen wir Anerkennung und Ansehen, hier liegt auch unsere Berufung. Und das ist, wenn ich das vergleiche mit einem Baum, die Krone des Baumes. Die elfte Lebensbereich sind unsere Wünsche, Hoffnungen, unsere Sehnsüchte, aber auch die sozialen Kontakte und Freundschaften. Hier schließen wir uns an mit Menschen, die gleichgesinnt sind, wie zum Beispiel ein Verein, kann auch eine Partei sein, wo wir diese Gemeinschaften pflegen, diese sozialen Kontakte. Die zwölfte Lebensbereich liegen die Geheimnisse und die karmischen Themen. Das sei die Tiefe, in die Tiefe zu schauen. Und hier sind die Ursache, die Erkrankungen, liegt auch die Krankheit gegenüber, die psychische Ursache, die Krankheiten. Bedeutet auch Geheimnisse, alles was geheimnisvoll ist, alles was hinter verschlossenen Türen passiert, was nie in Öffentlichkeit kommt, bedeutet auch geheime Feinde. Und damit schließen wir diesen Kreis. Und damit schließen wir die erste Teil des Horoskop-Analyse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.